Hey, du möchtest wissen, was in dem Buch von Erik Flügge der Jargon der Betroffenheit steht, bist aber zu faul, es zu lesen? Naja, schäm dich! Das ist nicht der richtige Finger. Aber Glück für dich, denn ich werde dieses Meisterwerk innerhalb einer Minute zusammenfassen. Timer an, ready, set, go! Moment, da es sich um ein Fachbuch handelt, sollte ich vielleicht Erik Flügge kurz vorstellen. Ja, das mache ich lieber. Timer nochmal an, ready, set, go! Erik Flügge ist der Baus von Skrill Nuts Gesellschaft. Er berät Spitzenpolitiker und betreibt katholische Bildungsarbeit. Deswegen ist die Aussage des Buches auch: Die Kirche wird sterben! Das Ende ist nah! Denn die Predigten versteht keine Sau. Man fühlt sich nicht betroffen, Gutes zu tun, man fühlt sich eher betroffen von einem sehr harten Nervengas, was einen schläft und langsam tötet. Pastoren hauen ihre Texte voll mit leeren Phrasen, es sei so, als ob man auf einem Konzert von untalentierten YouTubern wäre. Hashtag Videodays. Eine Gemeinde besteht sowieso nur noch aus Unbekannten, die sich einmal im Jahr treffen, um irgendwelche Feste zu entfremden. Aber gibt es denn noch irgendwelche Hoffnung? Ja. Und nein. Ja, die Pastoren müssen es riskieren, mit ihren Texten auf die Fresse zu fliegen. Und nein, denn die Obrigkeit der Kirche denkt sowieso, es ist alles super. Auch bei diesen schlechten Aussichten sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, denn das reine Konzept eines Glaubens ist gar nicht so schlecht. Und das war der Jargon der Betroffenheit. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn du noch mehr Zusammenfassungen haben möchtest, dann abonniere jetzt hier diesen Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Video. Tschüss!